Ich bin der Peter Rott, bin hier bei der Firma EMC in Raisting, in der Erdfunkstelle, Satellitenfunktechniker und bin für die Antennentechnik zuständig. Das heißt für die Sendetechnik und Empfangstechnik sowie für die Antennennachführung und die Reflektorheizung. Außerdem bin ich auch Sachkundiger für die PSA gegen Absturz. Sprich, ich überprüfe in regelmäßigen Abständen unsere PSA vom Petzl, damit wir uns jederzeit sicher in und auf den Antennen bewegen können. Die Erdfunkstelle nutzt Nachrichtensatelliten, um mobile Empfänger wie Flugzeuge oder Schiffe an den Datenverkehr und das Internet zu binden. Die Erdfunkstelle wurde 1964 von der Deutschen Bundespost gebaut. Damals war es wichtig, dass man die Kontinente mit einer hohen Datenübertragungsrate verbindet. Über Seekabel war zum Beispiel keine Live-TV-Übertragung möglich. Das funktionierte dann erst durch die Nutzung von Satelliten. Damals die Mondlandung wurde in Raisting empfangen und wurde dann in Europa verteilt. Ebenso die Olympiade 1972 in München wurde aus Raisting ausgestrahlt und in die ganze Welt verteilt. Ja, ich bin hier in dem Ort Raisting aufgewachsen. Mein Vater war auch schon in der Erdfunkstelle tätig und ich bin dann eigentlich recht bald auch dazugekommen. Für meinen Beruf braucht man eine technische Ausbildung in Elektrotechnik und Hochfrequenztechnik. Ich habe eine Lehre als Fernmeldehandwerker bei der Deutschen Bundespost gemacht und weitere Lehrgänge in Antennentechnik und Elektrotechnik absolviert. Ich arbeite hier mit einem internationalen Team und mein Arbeitsalltag ist sehr abwechslungsreich. Neben dem Einrichten neuer Sende- und Empfangswege bin ich auch in der Planung und Ausführung von Umbauten und Modernisierungen der Antennentechnik eingebunden. Bei Defekten liegt mein Fokus auf der Fehlersuche und Fehlerbehebung in den Antennen. Meine Lieblingsbeschäftigung ist, wenn ich Fehler suchen darf. Wir haben noch viel analoge Technik in der Antennennachführung mit sehr komplexen Schaltplänen. Wenn ich dann nach stundenlanger Suche in der Transistortechnik den Fehler finden und beheben kann, ist das ein super Erlebnis und motiviert mich. Die Dimensionen der Antennen sind beeindruckend. Wir betreiben hier große Antennen mit bis zu 32 Metern Durchmesser und 30 Metern Höhe. Und bei unseren Arbeiten bewegen wir uns sowohl in der Struktur der Antennen als auch außen auf den Antennen. Das heißt, wir brauchen die passende PSA gegen Absturz, um unseren Arbeitsalltag sorgenfrei bewältigen zu können. Die Schulung zum Sachkundigen für die PSA gegen Absturz und auch die Auffrischungskurse machen wir beim Petzl Technical Institute in Obersöchering. Bei meiner Tätigkeit als Sachkundiger für PSA hilft mir die App von Petzl recht viel. Man kann das wunderbar einscannen und es erscheint dann sofort gleich der Artikel mit Hinweisen, was geprüft und wie geprüft werden muss. Ich mag die Herausforderungen hier und freue mich immer wieder auf einen abwechslungsreichen Arbeitstag.